Reporter ohne Grenzen hat seinen jährlichen Index der Pressefreiheit veröffentlicht und kritisiert das Anwachsen von Desinformation. Laut der Nichtregierungsorganisation sind politische Akteure regelmäßig an Desinformationskampagnen beteiligt, deren Verbreitung durch soziale Medien einfach geworden sind. With the advent of the digital era, the entire information landscape has changed, of course. Digital platforms have given us countless new ways for us to inform and express ourselves. But they're also providing fertile ground for those who sow disinformation and conspiracy theories. We find ourselves at a new crossroads. Wenig überraschend führt Norwegen die Rangliste. Deutschland rutscht wegen steigender Gewalt gegen Medienschaffende auf Platz 21 ab. Vietnam, China und Nordkorea sind die Schlusslichter der Rangliste. Russland verliert 9 Plätze und liegt nun auf Platz 164. Dem Pressefreiheitsbericht zufolge ist der Nahe Osten nach wie vor die gefährlichste Region für Journalisten. Mindestens 67 Medienschaffende wurden 2022 getötet. Journalisten würden direkt zur Zielscheibe von Angriffen, während sie versuchten, ihrer Arbeit nachzugehen. Insgesamt sind die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen und Journalisten laut Reporter ohne Grenzen in 7 von 10 Ländern schlecht.